Hallo und herzlich willkommen zu meinadventskalender.de. Heute werden wir uns den Adventskalender Lichtungen für den Advent 2019 anschauen. Und zwar das Besondere an diesem Adventskalender ist, dass er, wie ihr hier sehen könnt, vom 1.12. bis zum 6.1. geht. Hinten sieht der Adventskalender so aus, wie man schon sehen kann, ist der recht dick. Man bekommt also viele Seiten. Und zwar gibt es hier nochmal so ein paar, eine Übersicht mit den Seiten, die darin gestaltet worden sind. Und hier steht noch einmal Lichtungen, der Kalender zum Fahrten, Wandeln und Wundern zwischen den Zeiten. So, und jetzt schlagen wir den mal gemeinsam auf und schauen einfach mal, was hier alles so drin ist. So, wie man hier vielleicht schon oben sehen kann, kann man so aufhängen. Ist also sehr hochwertig auch gestaltet, kann man auch vielleicht später nochmal benutzen. Genau. Dann hat man hier erstmal so eine Einleitung und so ein schönes Foto, das so ein bisschen schon Stimmung, zur Stimmung beiträgt, so ein bisschen gemütlich mit dem Schnee und dem Fell und den Tassen. Und dann hat man hier am 30.11., was ich sehr schön finde, dass es sozusagen einen Vorabend gibt. Also man fängt nicht mit dem 1.12. an, sondern nimmt noch diese Vorfreude vom 30.11., die ihr bestimmt alle von früher noch kennt, wenn man sich gefreut hat, morgen geht's los, man darf das erste Türchen von dem Adventskalender öffnen und dann steht hier nochmal so ein Lichterkettenbrief, was man vielleicht schreiben kann. Genau, eine Lichterkette, das seid ihr, steht hier nochmal. Also auch Sprüche, die ein bisschen Mut machen. Und dann hat man am 1.12. ein Gedicht, was man vielleicht auch seinen Liebsten vortragen kann. Und hier nochmal diese Schafsillustration. Und am 2.12. dann hat man ein Rezept, was hier auch, finde ich, sehr schön einfach gestaltet worden ist, also illustratorisch einfach nett gemacht. Dann kann man hier, ne, stehen einmal die Zutaten, dann kann man vielleicht mal was Schönes backen, was natürlich in der Weihnachtszeit auf jeden Fall nicht fehlen darf. Und wie man schon sieht, ist so ein bisschen das Schaf das Thema des Adventskalenders vielleicht. Die Heideschnucke, hier sind Wollschaf. Und die kann man natürlich auch cool ausschneiden und einfach mal auf eine Karte kleben und irgendwem schenken. Da freuen sich bestimmt viele drüber. Und es ist natürlich auch immer ein Lacher, wenn man eine Schafskarte zum Beispiel geschenkt bekommt. Genau, hier haben wir dann den 4.12. Dann haben wir den 5.12. Hier ist wieder so eine Illustration mit einem Gedicht dabei von Augustinus. Und dann ist hier zum Beispiel nochmal erklärt, wie es eigentlich diese Tradition gekommen, dass man an Nikolaus seine Schuhe vor die Tür stellt und da dann irgendwie Süßigkeiten hineinbekommt oder ähnliches. Dann haben wir hier wieder ein echt schönes Foto, finde ich. Also dieser rote Apfel sticht natürlich hier vorne. Steht da erst das Schweigen, tut das Ohr auf für den inneren Ton in allen Dingen. Dann hier zum Beispiel Geduldsfaden und dann hat man hier nochmal so einen Text, der ein bisschen an die Achtsamkeit appelliert und das ist dann am zweiten Advent. Also man kann sich viel Zeit auch mit diesem Adventskalender nehmen, indem man die Sachen verfolgt so ein bisschen und sich einfach Zeit für so ein paar schöne Dinge im Leben nimmt. Und dann kann man hier zum Beispiel diese Sachen hier gestalten. Also man kommt auch sehr viel mit Kunst zum Beispiel hier in Kontakt bei diesem Adventskalender. Dann haben wir hier den 10.12. auch wieder eine richtig schöne Illustration. Mit einem kleinen Gedicht. So geht es dann weiter. Ich blätter mal ein bisschen vor, ja, bis zum 17. Hier, wie ihr seht, haben wir wieder die Schafe und auch wieder ein Gedicht. So sieht es aus. Immer sehr schöne, bunte Illustration, aber auch sehr mit einfachen Dingen irgendwie gemacht, wie man hier sieht, sehr minimalistisch irgendwo auch gezeichnet. Also nicht unbedingt detailreich, aber das macht, finde ich, auch den Charme des Adventskalenders irgendwo aus. Genau, hier zum Beispiel ist ein Spiel dabei, das man befolgen kann. Hier ist dann eine Anleitung, wie ist das Ganze aufgebaut. Hier ist dann so, ich glaube, das wird so eine Art Memory oder so etwas ähnliches sein. Also hier kann man die Sachen dann alle ausschneiden. Auch wieder alles selber illustriert. Stille Nacht hier, sehr schön gemacht, finde ich. Genau, dann kommt mal wieder was zum Backen. Hier sieht man das so, was da gebacken werden kann. Und das war dann eigentlich auch schon der Adventskalender. Ich denke, der ist für alle super geeignet, die viel, viel Lust auf die Adventszeit haben, die es sehr genießen, sich einfach vielleicht Zeit zu nehmen, sich ein paar schöne Bilder anzugucken, sich mit ein bisschen Kunst zu beschäftigen und auch gerade für Familien, denke ich, ist das ein schöner Adventskalender. Er ist auf jeden Fall sehr hochwertig gemacht, die Seiten sind sehr dick. Der Adventskalender ist auch an sich sehr dick gemacht und ich denke, viele werden damit große Freude haben, die sich ein bisschen mit Achtsamkeit, Kunst und einfach damit beschäftigen, den Alltag zu entschleunigen. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und eine besinnliche Weihnachtszeit.